Moinsen Leute und herzlich willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Das letzte Mal haben wir das letzte Fragment der Sternbrunne geholt, glaube ich. Denke ich. Ich glaube schon, Moment. Ja, haben wir. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich ein wenig trainiert, denn jetzt gleich bald kommt eine Sektion, die ein wenig härter wird. Ja. Und deshalb wollte ich davor ein bisschen trainieren. So, wir gehen erstmal zurück ins Schloss, um uns unsere weitere Vorgehensweise zu überlegen. Blop, 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 blop. Langer Dialog. Incoming. Oh yes. Schauen wir mal, was so geht. Platsch. Die Sternbohne lebt wieder. Du erhältst die Sternbohne. Damit ist die Sternbohne wieder im ursprünglichen Zustand. Boah. Wie das aussieht. Schon wieder eine Nachricht von Bose Miller. Bose. Mit weichem W. Bose Miller. Gute Arbeit. Jetzt werden die Rote und die Grüne mit zu mir die Sternbohne bringen. Okay. Ich warte im Witztempel am Ende des Ozeans. Über dem Meeresgrund kommt ihr nicht zum Witztempel. Ihr müsst erst lernen, euch an der Wasseroberfläche zu bewegen. Und verliert unterwegs nicht die Sternbohne. Okay. Aber sie will doch Peach Stimme... Ne, die ist jetzt anders. I don't know. Sind wir doch Peach Stimme benutzen, um die Sternbohne zu wecken? Wir können nicht erwarten, dass sie uns Peach zurückgibt, wenn sie die Sternbohne hat. Das ist vollkommen korrekt. Das stimmt auch wieder! Mann! Seid unbesorgt, wir werden ihnen das hier unterjubeln. Oha, ein Imitat der echten Sternbohne durchtrieben. Ja, das passt ja zu, Mr. Grey Goldlocke. Du hältst ein Sternbohnen-Imitat. Ich wette, da passiert noch irgendwas. Bringt der Prinzessin noch Kleider zum Wechseln. Sicher hat die Prinzessin sich auf der Flucht ihre Leibwäsche beschmutzt. Oh Gott. Oh, allein der Gedanke, ich ertrage das nicht. Aha! Rage. Bringt der Prinzessin diese Kleider und sagt ihr einen Gruß von mir. Okay. Du hältst Peach Kleid. Dort war halb bad. So. Zum Witztempel kommt ihr nur, indem ihr über das Meer reist. Geht erst zum Strand, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit. Man fragt, vielleicht gibt da was. Am Strand gibt es Orte, an denen man früher surfen konnte. Vielleicht gibt es hier, findet ihr dort einen Weg über das Meer. Bling, Glitzer, Gitzer. Was auch immer da auf dem Boden ist, es nervt mich. Ah! So. Also, Mario Luigi, alles wie geplant. Falsche Stimme, egal. Das hatte ich fast vergessen. Ich habe die Sternbodenteile vor mir gefunden. Also gibt es, wie versprochen, 999.999 Pilzmünzen. Das war jetzt nicht gerade viel. Nach dem aktuellen Tageskurs sind 999.999 Pilzmünzen heute. 99 Bodentaler! Da! Exakt. Er hat uns verarscht. Das wird er büßen. Okay. Naja, immerhin 99 Bodentaler ist ja schon mal was. Wie viel haben wir eigentlich? Ich meine, nach der Training Session. Oh, 2,7. Nietzsche. Was haben wir denn an Items? Bevor ich jetzt hier abhaue, mal eben durchgucken. Könnte eng werden. Vor allem ein paar Nüsse hätte ich noch gerne. Und ein paar Super Sirup. Oder? Ja. Schon. Und Abpilz haben wir noch genug. Goldpilz ein, Frischwurz auch noch genug. Okay. Also gehen wir nochmal kurz ein bisschen shoppen. Du. Achso, ihr habt ja gesehen, ich habe mich hier neu ausgerüstet, was die Kleidung angeht. Ich kann da auch nochmal kurz drauf eingehen, falls Leute sich das nicht angeguckt haben. Ja, wir haben jetzt die SB-Hose mit Sternenbohnenmuster für Flinke und sie hat den Erstschlag
Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer die erste Attacke. Und ja, ihr seht, wie hoch die Verteidigung dadurch geht. Den Stachelkill habe ich drin, die Exit-Fever habe ich auch drin. Die Marmella-Hose für Luigi, weil die sowohl die HP als auch die Verteidigung extremst hebt. Sehr elastisch passt auch Marmella. Ansonsten keine weiteren Effekte. Kompletto Power-Verteidigung. Weiß ich noch nicht so ganz, was das macht, weil ich den früher nie besessen habe, aber wir werden sehen. Ja, Fundort Grö-Ruine Mysterios. Grös. Doppelbörse. Erhalte doppelte Münzzahl von Monstern. Hatten wir ja schon geklärt. Gut, ab dafür. Wir müssen noch hier zum Laden. Da. Hallo. Na? Ist immer noch hässlich, Mann. Frau, whatever. Oh. Ja, das ist natürlich. Achso, weiter unten. Okay, nice. See. Super Nüsse. Davon hätte ich gerne noch ein paar. Wir haben es ja, ne? Gönnen wir uns ein bisschen was Super Sirup. So, nehmen wir mal 10 mit. Ultranüsse brauchen wir nicht. Max-Pilze. Vielleicht gar nicht so schlecht gegen Bosse. Max-Nüsse. Ja, okay. Die anderen brauchen wir nicht. Denke ich. So. Ab dafür. So. Ich bin überrascht, dass ich so relativ gute Laune gerade entwickle, weil irgendwie hatte ich so überhaupt gar nicht gar keinen Bock aufzunehmen. Aber irgendwie, wenn man dann dabei ist, das ist dann irgendwie besser. Oder so. So, bevor wir jetzt allerdings zu den zu dem Surf-Dingens gehen, müssen wir noch was anderes erledigen. Und zwar müssen wir noch mal zu unseren allseits beliebten Hammer-Profis. Nach. Come on! Beach. So. Das wollte ich zwar nicht, aber es hat funktioniert. Da hat mich jemand angeschrieben. Ich kann ja mal gerade gucken, wer das ist. Ich weiß jetzt nur nicht, auf welchem. Ja, natürlich habe ich es auf diesem Screen. Das hat keiner gesehen. Philipp, die alte Potsau. Wir können ja mal spaßeshalber. Okay. Geht nicht ran. Das ist schade. Gut. Weiter geht's. Wir gehen zu unseren Hammer-Profis und fragen die, ob wir nicht noch ein Upgrade für unsere Hammer kriegen können. Denn es wird ja wohl langsam Zeit, ne? Hi. Na? Oh, wenn noch nicht schon wieder Mario und Luigi sind. Ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade eine neue Technik in dem Hammermachen zur Perfektion gebracht. Wollt ihr nicht auch ein paar bessere Hämmer haben? Ja, natürlich. Dann reden wir mal und bla bla. Los, auf geht's, bla. Hammer. Ach so. Ja. Mal anders, ne? Gute Arbeit, was? Ein prächtiger Hammer, viel stärker als vorher. Du hast Ultra-Hammer erhalten. Sehr schön. Mit diesem Hammer kriegt man sicher jedenfalls kaputt. Besser geht's nicht. Passt also gut auf die Hämmer auf. Gut. Gut. Das heißt, wir haben jetzt den stärksten Hammer im Spiel. Was auch langsam bedeutet, dass wir uns allmählich immer weiter dem Ende entgegen nähern. Man hat auch schon gesehen, wir können jetzt... Alex ist online, sehr gut. Wir können jetzt Pilze hier, also Max-Pilze kaufen. Das war natürlich vorher auch noch nicht möglich. Hör auf mit dem Scheiß. Mann! Auf die Fresse, Lakitu. Bam! Weggekrittet. Ah, puh. Das wollte ich nicht. Au. Ihr seht jetzt schon, wir haben eine andere Farbe. Was die Hämmer angeht, so leicht gelblich. Und, naja, Mario Level 33. Das ist gut. Aber direkt noch ein Level up. Ich möchte eigentlich ganz ehrlich mal hier die Verteidigung hochziehen. Ja, direkt um 5 Punkte, das ist natürlich nice. Damit wir da zumindest so ein bisschen Sustain... jetzt fast gesagt, also ein bisschen Widerstandskraft gegenüber den Gegnern haben. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich lang muss. Ehrlich gesagt. Ich meine, es war hier unten. Aber ich bin mir so überhaupt nicht sicher. Wir werden sehen. Hallo.
I ignore you completely, Beach. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube aber schon. Ja, es sieht fast so aus. Du bist auch ignoriert. Ach, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Mensch, die Fresse. Warum? Manche fragen sich jetzt vielleicht, warum ich die jetzt hier die Kämpfe nicht mehr rausschneide. Aber das liegt einfach dran, dass ich beschlossen habe, dass diese Kämpfe eigentlich zum Spiel gehören. Und ja, Luigi wird in diesem Kampf wahrscheinlich ein Level abbehalten. Von daher, ne. Meh. Warum sollte ich die rausschneiden? Bam. Was diese Power-Verteidigung bringt, habe ich jetzt übrigens immer noch nicht so ganz verstanden. Naja, wir werden es noch rausfinden. Ich glaube, hier sind wir echt falsch. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Geh mal da weg. Geh mal da weg. Danke. So. Ich weiß aber auch nicht so ganz, wo wir... Ah, hier unten. Was hier? Ich weiß es doch nicht mehr. Mensch, und Skinner. Bam. Auf die Fresse. Und nochmal. Sehr schön. So. Und hier unten war das, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Das hier? Nein. Nur noch eins tiefer. Oder war das hier und dann runter? I don't know anymore. Hier die Schule. Dürr. Ich beschleunige die ganze Sache mal ein bisschen. Okay. Ha. Ich glaube, ich sollte mal kurz schneiden, bis wir da sind. Und dann kann ich sie auf der Karte zeigen, wo das ist. Beziehungsweise ich könnte mal kurz auf die Karte gucken. Was hat denn davon? Ich glaube, ich bin zu tiefer. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon was her, seit ich das gespielt habe, seit ich das vorgespielt habe auch. Okay, ich mache hier mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Moment. So, ich habe es gefunden. Hat einen Moment gedauert. Und zwar hier. An dieser Röhre, die kennen wir ja schon. Hier unten können wir jetzt den Fels kaputt machen. Können mit diesem Typen sprechen. Hi. Ihr wollt über das Meer, da braucht ihr mindestens ein Surfboard, schätze ich. Aber wenn ihr die Form da etwas mit Schwung reinrückt, dann habt ihr etwas, das ihr als Surferin verwenden könnt. So, diese Form hier. Und was ließe sich besser in solch eine Form drücken als Luigi? Pam. Ja, auf geht's. So. Wir können auf dem Surfboard springen. Wir können, ja, eigentlich sonst nicht viel machen. Ja, wir können halt so ein bisschen rumtricksen hier, sowas. Aber, naja. Man kennt das ja. Das ist ja jetzt nicht so spannend. So. Na, ich will aber die Münzen mitnehmen hier. Wir haben gerade nicht gut welche ausgegeben. So. Nein, nein, egal. Gehen wir weiter nach oben. Wir könnten hier auch zwischendurch anhalten, um nochmal auf die Insel mit den... mit der Kraft der Hand zu kommen. Die kennen wir ja schon. Die wäre dann hier unten. Aber da wollen wir natürlich nicht hin, denn wir wollen weiter nach oben. Um zu Bones Miller zu kommen. Du, du, du. Ah! Spät reagiert, Mensch! Hm? Und das sollte sich hier oben irgendwo befinden. Ich hoffe, ich koordiniere jetzt gerade mal vernünftig. Ja, das sieht gut aus. Luigi! Einmal aufgepumpt und weiter geht's. So. Ja, da sind wir in der Tat richtig. Denn ohne Ultrahammer kämen wir hier nicht weiter. Ich mache einfach mal alle Felsen kaputt, damit es schön aussieht. Und wir befinden uns am Witztempel. So. Gibt es hier einen Speicherblock oder ist der drin? Der ist drin. Okay. Das
das Erste, was wir natürlich machen wollen, ist zum Speicherblock zu tingeln. Weil das hier sieht irgendwie nicht gerade einladend aus. Naja, schauen wir mal. Jeder, dieses Heiligtum ist mein Spielplatz. Wollt ihr etwa auch hier spielen? Dann stellt euch wenigstens vorher vor. Wer? Ich? Man nennt mich Jojola. Ich bin ein Freund der Cousine des Enkels von dem Geist in dieses Heiligtum bewacht. Okay. Prinzessin Peach? Bose Miller? Das ist mir zu kompliziert. Na gut, wenn ihr wollt, dann geht doch rein. Ich weiß zwar nicht, welche Abenteuer ihr bisher erlebt habt, aber hier kommt ihr nicht so leicht weiter. Aha. Das hört sich ja total einladend und so an. Ich hätte dann gerne. Ja, was man hier machen muss, ist ja wohl offensichtlich, ne? Ich hätte gerne einen Speicherblock. Danke. Schön. Speichern. Boah, letztes Mal speichern liegt eine ganze Ecke zurück, sehe ich gerade. Nicht schlecht. So. Wie viel haben wir denn? 16 Minuten 17. Ja, wir schauen uns noch den Gegner hier an. Wir haben hier Schleimgeister, die nicht gerade angetan von meinen Attacken sind. Boom. Aber ich weiß nicht, kann man die mit Luigi auch treffen? Ja. Mit der Handfähigkeit können wir hier ganz gut punkten. Dementsprechend ist das kein Problem. Dann haben wir hier noch Sniffits. Kennt man ja schon, glaube ich. Haben wir schon mal gegen Sniffits gekämpft? Ja, die heißen ja auch nicht Sniffits, sondern Arctic Guy. Aber auch die sind... sind für uns kein Problem. Allerdings machen sie einen guten Schaden, wie man jetzt schon gerade gesehen hat. Also selbst Luigi nimmt 7 Punkte Schaden von diesen Eiskugeln, die schießen. Und ja, deshalb wollte ich unbedingt vorher trainieren, damit wir hier so ein bisschen gerüstet reingehen können. Und ja. Ich denke aber auch, das soll für diesen Part erstmal gewesen sein. Wir haben eigentlich nicht sonderlich viel erreicht. Wir haben einen ziemlich langen Dialog abgehandelt in der Burg. Wir haben erfahren, dass wir hier hin müssen, um Bose Miller zu stellen und ihr einen Sternbohnen-Imitat unterzujubeln. Und dann sind wir mit Luigis Hilfe übers Meer gesurft. Und ja, jetzt sind wir im Witztempel und schauen mal, was uns Jojola denn hier so alles zu bieten hat. Das nächste Mal. Bis dahin.